Herzlich willkommen zu Episode 15 von Du fragst, ich antworte, wo wir wieder mal Fragen aus den Kommentaren unter unseren Videos beantworten. Wenn du ebenfalls willst, dass mal eine von deinen Fragen hier beantwortet wird, dann schreib sie einfach immer unter das neueste Video mit dem Hashtag FAQ, damit wir das Ganze auch sehen und finden. Und wenn deine Frage dann gut ist, dann wird sie wahrscheinlich auch mal in einem der künftigen Videos beantwortet. Alright, lass mal direkt mit der ersten Frage starten. Nexus TV fragt: Hey Matteo, hast du Tipps, wenn man mal alleine ausgehen will? Wie verhält man sich? Wie kommt man am besten mit Fremden ins Gespräch? Liebe Grüße. Okay. Also das allererste, was du in deinem Mindset einfach mal am besten umdrehen solltest, ist, dass du nicht sagst, wie komme ich am besten mit Fremden ins Gespräch, sondern dass du dir selber so vom Mindset her sagst, diese Person sieht interessant aus oder diese Person sieht irgendwie cool aus, mal gucken, ob die auch cool ist. Ja, also dass du dir nicht selber diese Bürde auflastest, ja, wie Atlas, der den ganzen Globus getragen hat, dass du dir selber sagst, okay, ich muss das irgendwie hinkriegen, dass ich geil ins Gespräch komme, sondern dass du dir selber vom Mindset her selber sagst, hey, wenn ich ein cooler Typ bin, wenn ich ein angebrachter Kerl bin, so, mit dem man es gut aushalten kann, so, wenn nicht, dann arbeite an dir, klar. Aber wenn du das bist, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja. Und du mit irgendjemandem zufällig ins Gespräch kommst, egal wie du das anstellst, ob du einfach nur sagst, ey, servus, oder ob du einfach nur sagst, hey, cheers, ja, mit denen zuprostest, gerade wenn du ja sagst, hier alleine ausgehen im Club, oder ob du einfach nur hingehst und sagst, na, was geht bei euch ab, Alter? Ja, oder ey, was gibt's bei euch zu feiern, wenn die irgendwie so in Feierlaune sind, oder wenn du zu einem Mädel hingehst und sagst, ey, was treibst du hier gerade so? Ne? Bist du auf Männerjagd oder bist du nur zum Trinken hier? Also, dass du einfach irgendwie ins Gespräch reingehst, ist gar nicht so wichtig wie, und dann nicht sagst, ich muss mich jetzt beweisen und dann irgendwie so schlottrige Knie bekommst und irgendwie gar kein richtiges, anständiges Auftreten hast, sondern dass du wirklich rübergehst, um rauszufinden, ist denn diese Person auch so cool oder so interessant, wie sie auf den ersten Blick wirkt. Und dann hast du halt einfach auch nicht so eine Position, wo du irgendwie der Bittsteller bist, sondern dann bist du vielleicht einfach wirklich der coole Typ, der da hinkommt und einfach nur sagt, hey, cheers, was geht bei euch? Ja. Und wenn die dann sagen, we're not from here, dann sagst du, oh great, from which country are you? Oder die sagen sowas wie, oh, ich komme hier gerade aus Düsseldorf, ich bin hier nur in Berlin zum Feiern, oder in was für einer Stadt auch immer du unterwegs bist. Ja. Und dann sagst du einfach nur so, ey, Düsseldorf ist voll geil, da war ich auch schon mal. Oder so, oh Mann, dann darf ich dir jetzt gar nicht sagen, dass ich mal in Köln war. Ja. Ihr habt da diese Stammesfehde. Was auch immer. Ne. Du musst halt einfach nur das dann dazu sagen, zu dem, was dir dann gerade einfällt. Oder da ist dann jemand irgendwie aus der Schweiz und sagt, ja, ich komme aus der Schweiz. Und dann sagst du halt einfach nur, ach, das ist ja ziemlich cool. Ja, dann willkommen in Deutschland. Was treibst du hier? Ja, ich bin doch am Schaffe. Ja, und dann fragst du, was hast du denn hier für einen Job? Oder was heißt denn Schaffe? Ja, ich verstehe das nicht. Also, du wirst dann irgendetwas von den Leuten bekommen und damit arbeitest du dann einfach. Ja, und wenn du nicht selber in der Position drin bist, so, ich muss mich jetzt beweisen, dann bist du entspannt. Und dann kannst du halt ganz locker mit denen einfach, so wie mit Freunden auch. Ich meine, guck mal, gehst du in ein Gespräch rein mit einem guten Kumpel und sagst, Matteo, was soll ich zu meinem guten Kumpel Johnny sagen? Diese Emotion kommt gar nicht auf. Weil du weißt, der Johnny ist cool. Ja? Und wenn dieser Typ, den du da gerade siehst, oder dieses Mädel, was du da gerade siehst, auch cool ist, so wie Johnny, dein bester Kumpel, dann wird es gut gehen. Ja? Dann wird das, was aus dir rauskommt, in Ordnung sein. Dann wird das, was aus dir rauskommt, cool sein. Und dann musst du das gar nicht hinterfragen, sondern dann musst du nur rausfinden, ist das ein Johnny oder ist das eher so ein Kevin? Ja? Nichts gegen die Jungs, die draußen Kevin heißen, aber ja, ihr seid halt leider die Sündenböcke dieser Nation gerade mit dem Namen. So, das ist einfach das Ding. Finde raus, ist diese Person interessant, ist diese Person cool. Und wenn die das ist, dann wird das nicht schwierig mit dem Gespräch. Ja? Dann wird das nicht schwierig, da irgendwie was zu initiieren. Das wird nur dann schwierig, wenn du anfängst, alle möglichen Filter über dein Denken und Handeln drüber zu legen und dann zu denken, ah, das kann ich jetzt nicht sagen und das kommt komisch und dann denken die, ich habe keine Freunde. Nee, Mann. Die besten Abende, die ich in meinem Leben unter anderem hatte, waren, wo ich zu der Zeit, wo ich noch keine Ahnung hatte, wie das Ganze mit den Frauen funktioniert, wo ich rausgegangen bin, Frauen einfach so angesprochen habe, alleine im Club. Und wenn die dann gesagt haben, hä, mit wem bist du hier, habe ich gesagt, ey, ich hatte heute Bock, alleine rauszugehen. Die haben dann nicht gesagt, oh, hast du keine Freunde? Ja, weil ich gar nicht so aufgetreten bin, sondern die haben gesagt, ey, wie geil ist das denn, Mann? Du gehst alleine in den Club? Und so, ja, ich hatte Bock drauf. Ja? Oder ich bin neu in der Stadt, ich kenne keine Sorge, ich dachte, ich gehe raus. Die haben das respektiert, die fanden das geil. Die hätten sich das gewünscht, selber zu können. Und so wird es dir genauso gehen. Ja? Also, in das Gespräch reinzugehen, da brauchst du nicht den perfekten Öffner, genauso wenig wie bei den Frauen, wenn du sie ansprichst, sondern du brauchst die richtige Einstellung. Und wenn du locker in das Gespräch reingehst, werden sich die meisten Leute, die selber cool sind, auch cool finden. Und dann wird sich daraus auch was Interessantes, Cooles, Witziges oder Lebensveränderndes ergeben, je nachdem. Julius Caesar Augustus fragt, Mann, ich wollte dich auch schon mal immer fragen, wie war das so für dich, als du von Brutus erstochen wurdest? Aber erstmal zu deiner Frage. Du sagst ja immer, dass es wichtig ist, Anziehung, Vertrauen und Intimität aufzubauen. Könntest du vielleicht zu den drei Dingen drei einzelne Videos machen, wo du genauer drauf eingehst? PS, feier deine Videos extrem.
Sehr cool. Ja, werde ich vielleicht tatsächlich mal tun, falls wir das nicht schon getan haben. Werde ich tun. Nika Designs fragt, was hat dich eigentlich dazu inspiriert, deinen Channel zu machen und was hast du vor deiner Arbeit als Flirtcoach beruflich gemacht? Zweitens, wie geht deine Partnerin mit deinem Wissen bzw. mit deiner Arbeit um? Liebe Grüße. Okay, gehen wir vielleicht erstmal zu Punkt 2, das ist der einfachere Punkt. Muss man so sehen, ja? Wenn du als Kerl einfach zigtausend Frauen angesprochen hast, mit hunderten davon auf Dates warst und mit einem großen Teil davon deinen Spaß hattest, dann ist es für eine Frau nicht so, oh mein Gott, wenn ich jetzt mit dem zusammen bin, so, dann wird er mir ja weglaufen, sondern im Gegenteil, das ist ja jemand, der wirklich sich so durch so viele Kieselsteine hindurchgewühlt hat, bis er bei einer angekommen ist, die er als Diamanten empfindet, dass er sagt, die ist es. Das ist ja für die Frau ein unglaubliches Kompliment und gibt ihr ja eine viel größere Sicherheit, als wenn sie mit irgendeinem Typen ihr Leben lang seit der Schule zusammen ist und sich immer im Hinterkopf fragen muss, habe ich was verpasst und hat er vielleicht das Gefühl, dass er was verpasst hat. Ja? Jemand, der einfach alles erlebt hat, was er erleben wollte und dann an den Punkt ist, dass er sagt, so, und trotz dieser riesigen Freiheit, die ich da empfinde und sehe und der ganzen mannigfaltigen Möglichkeiten, habe ich trotzdem jetzt jemanden, wo ich sage, das ist für mich noch besser. Gibt ja nichts Geileres. Ja, und so musst du dir das vorstellen, ist das für meine Partnerin und so ist das wahrscheinlich auch für jede Partnerin mit einem Kerl, der einen ähnlichen Lebensweg hinter sich hat. Ja, ich bin ja kein Rockstar, der die ganze Zeit säuft und macht, was er will, sondern ich bin ja jemand, der das auf eine Art und Weise ausgelebt hat, dass ich selber mir die Kontrolle darüber geholt habe, dann hatte, was ich wollte und dann was entdeckt habe, was ich noch mehr wollte. Ja, und so ist das, genau. Also, zu Punkt Nummer 1, was hat dich dazu inspiriert, deinen Channel zu machen und was hast du vor deiner Arbeit als Flirtcoach beruflich gemacht? Also, ich habe also schon jeden verdammten Job auf dieser Welt gemacht, gefühlt. Also, ich war mit 16 in einer Aluminiumgießerei und habe da Ferienjob gemacht, da irgendwie Panzerkerne gegossen und so ein Zeug und irgendwie Turbolader für Autos von VW und von Audi und so. Und dann war ich in der Videothek und habe mir dann reingezogen, wie dieselben Typen, die mit mir in der Fabrik gearbeitet haben, sich die ganzen Pornos ausgeliehen haben und wer sich den richtig schrägen Scheiß ausleiht. Dann danach habe ich bei meinem Vater auf dem Bau gearbeitet. Also der ist Fliesenlegermeister und hat mich dann ab und zu damit mit reingeholt zum Zementsäcke schleppen oder zum irgendwelche Fliesen so ein bisschen verlegen. Ja, so ein bisschen kann ich das tatsächlich. Was habe ich dann gemacht? Ich habe am Flughafen Koffer rumgeschmissen, also Koffer aufs Bank gelegt. Ja, also wenn du einen Koffer hast, weißt du schon Bescheid. Jeder geht damit so um, wie du das nicht willst. Ich habe die Wahrheit gesehen hinter den Kulissen. Vor allem, wenn der Koffer schwer ist. Dann habe ich eine Zeit lang als Barkeeper gearbeitet, also einige Jahre. Dann habe ich nebenbei noch am Wochenende für Sky Promotions gemacht. Also ich bin dann irgendwie in verschiedene Mediamärkte in ganz Österreich gefahren, nachdem ich nach Österreich gezogen war. Und habe da irgendwie Sky Promotions verkauft. Und das habe ich deswegen gemacht, weil das Kilometergeld bei denen so geil war. Ja, da hat man irgendwie 100 Euro bekommen, alleine fürs Hinfahren. Und das war schon ziemlich geil. Also damals war ich irgendwie 19 oder 20, da war das noch viel Geld für mich. Und dann habe ich für Global 2000 und Greenpeace und WWF und so auf der Straße mit dem Ordner die Leute vollgequatscht, dass sie für die Panda-Bären spenden sollen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es wegen dem Geld gemacht, auch wenn ich im Nachgang sagen muss, ich bin froh, wenn ich ein oder zwei Panda-Bären mitgeholfen habe zu safen, weil die sind schon ziemlich niedlich, die Viecher. Ja. Auch für krebskranke Kinder, ja. Aber auch da, ich gebe zu, war in erster Linie deswegen, weil ich damit mein Geld verdienen wollte. Also ich wollte was Cooles machen, so, wo auch was dahinter steht, aber ich habe es tatsächlich wegen der Kohle gemacht. Jetzt nicht nur wegen dem guten Zweck, ja, bin ich ganz ehrlich. Das war auf jeden Fall ein Job, den ich gemacht habe, der hat mich aber auch persönlich recht gut weitergebracht. Und dann war schon so die Phase in meinem Leben, wo ich durch all diese soziale Interaktion und all das, was ich da gelernt hatte, immer mehr von Leuten gefragt wurde, hey, kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Und dann habe ich angefangen, die zu coachen. Erstmal kostenlos, Freunde gecoacht ohne Ende. Dann kam das erste Mal jemand, der mir wirklich Geld dafür aufdrängen wollte. Und dann habe ich das natürlich dann angenommen. Also erstmal so, boah, ey, ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Der hat aber dann gesagt, doch, bist du, zeig mir, was du kannst. Habe ich dann gemacht, habe dann damit Geld verdient und habe gemerkt, du bist ja sogar ziemlich gut darin, weil der Kerl dann auch wirklich ein Mädel kennengelernt hatte, eine Freundin bekommen hat dadurch. Der war sogar Jungfrau bis zu dem Zeitpunkt, der war 24 Jahre alt damals. Und ja, da habe ich realisiert, ich kann das, habe das dann angefangen, mehr und mehr Leuten beizubringen, habe da mehrere, ich sag mal, Monate hinweg das so relativ nebenbei gemacht und dann irgendwann gemerkt, okay, es wird so viel, du musst eigentlich eine Company anmelden und musst das dann machen. Und das ist jetzt auch, das war ungefähr 2009. Also jetzt sind wir bei 2019, das sind jetzt so 10 Jahre, dass ich, nein, das war 2010, wo ich die Firma angemeldet habe, aber
bis ich das gemacht habe, so von 2007 bis 2010 weg. Genau. So, also 9 Jahre habe ich jetzt quasi diesen ganzen Kram, dass ich beruflich mache und wirklich offiziell mache. Davor habe ich es so ein bisschen inoffiziell gemacht. Genau. Und ja, was hat mich dazu inspiriert, einen Channel zu machen? Ganz einfach. So, jeder Mensch, der irgendwann an dem Punkt steht, dass er realisiert, dass er selber komplett verantwortlich ist für alles, was er in seinem Leben macht. Ja? Du bist ja nicht immer dafür verantwortlich, was dir passiert, aber du bist verantwortlich dafür, wie du damit umgehst. Ja? Das ist für mich halt 100% Verantwortung zu dir schieben, damit du auch die Macht hast, das zu verändern. Habe ich realisiert? Erstens, wenn ich will, dass die ganzen Kerle da draußen über ihre Probleme hinwegspringen können, die ich selber erlebt hatte, dann muss ich irgendwie in der Lage sein, diese Menschen zu erreichen. So, ich kann nicht darauf hoffen, dass die an meine Tür klopfen und sagen, hey, ich habe davon gehört, dass du die Lösung hast, bitte gib die mir. So, mir war klar, dass das nicht funktionieren wird. Ja, ich habe schon, erst gestern habe ich mit einem Kerl gesprochen, ja, kleiner Exkurs. Der hat vor 1,5 Jahren hat er sich bei mir beworben und gesagt, er wird gerne beim Mentoring-Programm dabei sein. So, dann habe ich mit ihm darüber geredet und dann war er aber am Ende der Meinung, oh, vielleicht kriege ich es auch selber hin, weil sein Ego eben im Weg gestanden ist. So, ein Jahr später ruft er wieder an, diesmal mit einem Mitarbeiter von mir telefoniert, hat dann gesagt, ja, hat sich nichts verändert, bin immer noch unglücklich und so, ich würde es irgendwie, keine Ahnung, ich ziehe es in Betracht. Mitarbeiter hat ihm dann gesagt, okay, das und das und das, so können wir es machen. Dann sagt er so, ah, ich weiß auch nicht, ah, ich bin so unentschlossen, ich glaube, ich krieg's doch alleine hin, hat mir jetzt schon geholfen, mit dir zu reden. So. Jetzt wieder fast 1,5 Jahr später, oder ja, knapp 1,5 Jahre insgesamt sind vergangen, meldet er sich wieder bei mir und sagt, boah, geiles Video, hat mich gestern voll bewegt und so, ich bin immer noch unglücklich, es läuft immer noch gar nichts so mit den Frauen. Aber ich will einfach, dass das durch Karriere und durch meinen geilen Körper kommt, weil ich im Fitnessstudio bin. Habe ich ihm auch gesagt, du, it's not gonna happen, ja, das wird nicht passieren. So, weil du musst einfach in der Lage sein, zu den Leuten hinzugehen und diese Leute in dein Leben zu holen, die du haben möchtest. Ob das jetzt Frauen sind, ob das Leute sind, denen du helfen willst, denen du zeigen willst, was du für sie tun kannst, völlig egal. Ja, ob du als Unternehmer deine Klienten suchst und holst oder ob du als Mann die Frauen, die du potenziell interessant findest, irgendwie in dein Leben ziehst, es ist halt deine Verantwortung. Ja, und da musst du halt selber auch das Ding in die Hand nehmen. So, wie kommt das jetzt zu dem Kanal? Ganz einfach, mir ist klar gewesen, wenn ich jetzt einfach nur hingehe und ich nehme dann auf, ganz stumpf, wie ich Frauen anspreche, eine Telefonnummer schnappe und dann am Ende sage, so komm, lass mal jetzt auf ein Date gehen, dann ist das immer das Gleiche. Das ist immer irgendwie, hey, hab dich gerade gesehen, ja, ich weiß, du machst gerade dies und das, aber ich fand dich heiß, hi, ich bin der so und so, wer bist du, okay, was mach ich gerade, was machst du gerade, was machst du sonst so, was mach ich sonst so, okay, cool, alles klar, paar lustige Kommentare dazu und dann irgendwann einfach nur, hey, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen, hast mich jetzt nicht enttäuscht, so vom ersten Moment weg, ja, cool, können wir machen, alles klar, tipp mal ein, zack, hast die Telefonnummer. So, und dann das einfach 100 Mal zu zeigen, wäre erstens langweilig und zweitens würden sich die Leute dann schon spätestens nach dem zweiten Video fragen, will er sich vielleicht einfach nur profilieren? Was bringt mir das Video jetzt? Bringt mir gar nichts. So, weil die Leute auch nicht über ihr Ego springen können. Also war mir klar, damals, dass ich erst einmal etwas machen muss, was den Leuten hilft, über ihr Ego drüber zu springen und sich trotzdem dann mit meinen Sachen zu befassen und auch zu identifizieren und zu lernen, okay, da geht doch mehr, als ich dachte. Also habe ich mir selber einfach nicht nur Videos gemacht, wo ich Frauen normal angesprochen habe, sondern ich habe mir Challenges auferlegt. Ja? Mit einem Pimmel ins Gesicht gemalt Telefonnummern kriegen müssen oder im fetten Kostüm Telefonnummern kriegen müssen oder mit einem Morphsuit, wo ich mein Gesicht nicht zeigen konnte, Telefonnummern kriegen müssen oder mit doofen Sprüchen anquatschen und trotzdem Telefonnummer kriegen oder irgendwie die Hose während dem Gespräch loswerden und trotzdem die Telefonnummer kriegen. Und das hat eigentlich nur folgenden Zweck gehabt. Ich habe den Leuten geholfen, dass sie über ihr Ego drüber springen können, sich selber sagen können, ich gucke das ja nur an, weil es lustig ist, trotzdem davon lernen können und dann merken, da ist wohl noch mehr an der Sache dran, warum geht denn das bei dem Kerl, selbst bei diesen ganzen Challenges, ja, weil ich dachte, also wegen dem Aussehen, okay, beim Morphsuit kann es nicht das sein, beim Fettsuit kann es das auch nicht sein oder ja, ich dachte, weil der irgendwie so tolle Haare hat und ich habe Glatze, ja, dann habe ich mir eine Glatze runtergeschoren und das den Leuten auch bewiesen, dass es damit geht. Dann habe ich mich mal doof angezogen, habe ich mal blöde Sprüche gebracht, dann haben die auch gemerkt, es geht auch, wenn man nicht schlagfertig ist oder nicht die besten Sprüche hat oder was auch immer, ja. So habe ich quasi darum habe ich diesen Kanal gemacht, weil ich wusste, das ist für mich ein Vehikel, den Leuten zu helfen, an ihrem Ego vorbei. Ja? Weil auch da, wieder Verantwortung. Ich kann nicht von den Leuten erwarten, dass sie selber irgendwann spirituell auf diese Ebene kommen, ihr eigenes verdammtes Ego hinter sich lassen zu können, sondern ich muss ihnen helfen, dass sie daran vorbeikommen, um mit mir connecten zu können, ja? Um mit meinen Inhalten connecten zu können. Und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo dann irgendwann den Leuten klar war, okay, jetzt hat das uns so x-fach bewiesen, auf dem fucking Dreirad hat er Frauen angesprochen, mit der Glatze hat er Frauen angesprochen, in einem komischen Kostüm und das und dies und jenes, ne? Dann gab es einfach keine Ausreden mehr für die Leute und dann war auch für die Leute dann irgendwann mal klar, zumindest für die, die mich seitdem verfolgen oder die dann diese Videos auch konsumiert haben, dass es nicht mehr der Punkt ist, wo sie in Frage stellen müssen, ob ich das kann. Und dann konnte ich endlich anfangen, wirklich ganz
manchmal auch ganz trocken, einfach die Theorie dahinter mitzugeben oder das Persönlichkeitsentwicklungstechnische dahinter, damit die Kerle das verstehen können. Ne? Und so habe ich halt einfach persönlich mir diesen Kanal zurechtgebaut. Und so ist es halt für mich auch so, dass es funktioniert, dass die Leute dann wirklich zu mir kommen und sagen, geil, ja, so das ist das, was mich anspricht. Und dann ist es halt nicht so, ich warte hier daheim rum und hoffe, dass ich irgendwem helfen kann, sondern die Leute finden dadurch zu mir, so über sämtliche Suchbegriffe und landen dann tatsächlich da und wissen dann auch, okay, geil, jetzt sind sie gut aufgehoben und dann kann ich denen auch helfen. So, das ist die Inspiration hinter dem Kanal gewesen und das ist auch gleichzeitig irgendwo so ein bisschen der Weg gewesen. So, und jetzt kommt natürlich auch obligatorisch der Punkt, wo ich sage, wenn du jetzt auch jemand bist, der halt einfach dieses Video angeklickt hat, nicht nur, weil er das geil fand, was da im Titel stand oder weil er sich sagt, hey, ich wollte mal wieder mal anhören, was der Matteo zu sagen hat, sondern weil du in deinem Leben was verändern willst, weil du auch an deinem Ego vorbeikommen willst und endlich mal die Frauen kriegen willst, die du wirklich möchtest oder die Frauen ansprechen können willst, die dir gefallen oder mit der Frau in der Kiste, in der Beziehung, in der Affäre landen möchtest, die du wirklich willst oder den Frauen, je nachdem. Und dann kann ich dir nur sagen, wir haben das schon für sehr viele Männer gemacht. Ja, und wenn du willst, dass wir das auch für dich tun, dann sollten wir uns vielleicht doch einfach mal unterhalten. So, dann müssen wir einfach mal drüber reden, schauen, wo du stehst, schauen, wo dein Thema ist, schauen, wie wir es lösen können. Und wenn wir da eine geile Lösung dafür finden, dann können wir auch gerne zusammenarbeiten. So, wenn du dich jetzt fragst, wie komme ich da hin, wie kriege ich das hin? Dir wird geholfen hier oben. Ja, klick einfach auf das i drauf, kommst auf eine Seite. Da kannst du dir mal das Video angucken, kannst aber auch einfach runterscrollen und kannst dir angucken, was die ganzen Leute so sagen, die mit mir gearbeitet haben, was die so erlebt haben, was sie so geschafft haben in ihrem Leben. Und dann kannst du dich da einfach eintragen für einen Termin und dann redet mal jemand von mir aus dem Team oder ich selber, je nachdem, wer gerade Zeit hat, redet dann mit dir darüber, wie es bei dir aussieht, wie es bei dir sein kann. Und wenn das alles passt, dann können wir auch bei dir in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit eben schaffen, dass du erfolgreich genau die Ladies in dein Leben ziehst, die du wirklich willst. Ja, das wäre auf jeden Fall, was ich dir wünschen würde. Unabhängig davon, ob du das tun wirst oder nicht, ja, unabhängig davon, ob du auch nur hier bist, um dich berieseln zu lassen gerade oder ob es wirklich ist, weil du in Aktion treten willst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir weiter das gegeben oder diese Impulse weitergegeben, die du wirklich gerade gebraucht hast in deinem Leben. Und ich hoffe, dass du tatsächlich auch in Aktion trittst und das dann umsetzt und in dein Leben die Frauen reinziehst, die du wirklich willst. So, viel Erfolg dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.